just one more time. You look for me. You look for me. You look for me. But how? Oh. And you know what? Heute war ein ganz besonderer Tag. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich heute machen werde, aber ich hatte einfach mal Lust, euch mal mitzunehmen und mal gucken, was heute so angeht. Das Wetter ist einfach so unglaublich schön. Wir gehen jetzt einfach mal hier in den Wald, weil ich mir gedacht habe, ich mache das einfach mal. Ja, warum mache ich heute so ein Video? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe einfach Lust, heute mal in der Wildnis rumzulaufen und ein Video zu machen. Wie ihr seht, wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, drin zu sitzen. Auch wenn ihr jetzt gerade das Video seht, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und allein aus dem Grund solltet ihr rausgehen bei dem Wetter. Heute ist Himmelfahrt. Und ich hoffe, ihr habt eurem Papa auf jeden Fall was geschenkt. Ja, warum ich das Video eigentlich grundsätzlich mache, ich wollte eigentlich mal darüber reden, was so aktuell auf YouTube los ist, was ich so von der ganzen Sache halte. Und Montana Black hat dazu ja schon ein Video hochgeladen und Real Talk. Ich weiß nicht, ob das Real Talk ist, aber im Allgemeinen muss ich ehrlich sagen, diese ganze Sache, die auf YouTube jetzt aktuell passiert, diese Verblödung, die er angesprochen hat, die sehe ich auch genauso. Also ich habe irgendwie das Gefühl, keiner hinterfragt mehr die Dinge. Alle machen irgendwie das Gleiche und keiner hebt sich irgendwie ab. Alle versuchen irgendwie mit YouTube Geld zu verdienen und ich finde einfach, YouTube sollte Spaß machen. Ich will einfach mal meine Meinung loswerden und ich habe einfach nur das Medium YouTube, wo ich das machen kann und dementsprechend bin ich einfach mal in den Wald gefahren und rede einfach mal darüber mit euch. YouTube ist so ein tolles Medium, jedenfalls für mich. Mich macht es glücklich, Videos zu produzieren, die Kamera in die Hand zu nehmen und mit euch zu schnacken. Das ist einfach eine große Sache, die macht echt Spaß. Viele verkennen bei der ganzen Sache immer, sehen immer diesen Geldaspekt und du wirst mal richtig groß. Ja, das ist ein gutes Nebenprodukt, finde ich auf jeden Fall auf YouTube. Man sollte das nicht außer Acht lassen, keineswegs. Ich wäre glücklich darüber, wenn ich 100.000 Subs schaffe. Fangen wir erstmal mit den 10.000 an. Aber das ist nicht der Sinn dahinter. Ich habe YouTube angefangen, weil ich richtig Spaß bei der Sache hatte. Also mir macht YouTube einfach, gibt mir sehr viel. Allein nur das Video schneiden und dann von euch Feedback zu bekommen, ist das Beste eigentlich, was es gibt auf dieser Welt. Ja, grundsätzlich einfach, YouTube ist so verseucht teilweise mit Dingen, die da einfach meines Erachtens nicht hingehören. Klar, mit mehr Kommerz kommt natürlich auch mehr Scheiße darauf zu. Also von daher ist es ganz normal. Grundsätzlich ist es wirklich schwierig, dieses ganze Thema mal von vorne bis hinten zu besprechen. Dazu könnte man wahrscheinlich 3 Stunden oder so reden. Hinterfragt mal die Dinge, die gezeigt werden auf YouTube. Oder denkt mal darüber nach, was euch gezeigt wird. Also ich finde es ja cool, wenn ihr mal schreibt, oh, geiles Video und tolles Video. Aber grundsätzlich wird immer geschrieben, geiles Video. Und ich weiß ganz genau, dieses Video wurde noch nicht einmal angeguckt. Und viele Leute beschäftigen sich gar nicht mit den Inhalten mehr. Viele Leute lesen gar nicht mehr. Also YouTube ist für mich auch ein riesengroßes Medium geworden im Allgemeinen. Und genau deswegen sollten wir einfach mal darüber dankbar sein, dass wir solche Tage wie heute zum Beispiel haben und mal einfach rausgehen. Weil wann ist man denn glücklich? Also die Fragen muss man sich doch mal stellen. Wann ist man glücklich? Indem man blöde Inhalte guckt auf YouTube, vielleicht seine Zeit verschwendet damit. Ich will nicht sagen, dass man nicht YouTube gucken sollte. Das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Macht Spaß. Aber draußen sein, mit Freunden treffen, das sind eine richtig, richtig tolle Dinge. Beispielsweise, wo ich mich richtig drauf freue, auf jeden Fall auf die Gamescom. Mit Aimbrot mich zu treffen, mit Dominik, mit Alex, mit den ganzen Leuten, also Sumas, mit Saftiges Grün und was auch immer. Das sind Dinge, die machen mir richtig Spaß. Und das sind die Highlights des Jahres, wo man sich freut, okay, jetzt kann man das, worauf YouTube eigentlich ankommt, nämlich connecten, darüber zu reden, was man gerne sagen möchte und sich dann mit den Leuten treffen, die man dann auch richtig sympathisch findet. Und genau deswegen mache ich auch das Video draußen und nicht drin. Weil genau das eigentlich zeigen soll,
wie viel Glück man dabei hat, draußen einfach zu sein und diese Videos machen zu dürfen. Denkt mal darüber nach. Allein die Chance, dass wir die haben, diese Videos machen zu dürfen, ist schon toll. Und dass wir miteinander teilen dürfen und miteinander diesen Weg gemeinsam gehen. Ich finde, das ist eine ganz große Sache, die mir auf jeden Fall sehr viel bringt.